meine kleinen Mini-Freunde und damit herzlich willkommen zu dem dümmsten und gleichzeitig coolsten Video, das ihr je gesehen habt. Ich habe heute jemanden ganz Besonderes mitgebracht und zwar ist es Angelique de la Gusta. Hallo. Und wir werden heute das größte Sommerabenteuer erleben, das ihr überhaupt jemals in eurem Leben gesehen habt. Leute, es sind 36 Grad draußen und schmilzt der Baum weg. Und deswegen wird es Zeit, die dümmsten Spielzeuge zu testen, die dieser Sommer zu bieten hat. Wir werden heute eine ganze Menge Spaß mit euch haben. Ihr könnt euch schön zurücklehnen und euer Leben genießen. Und wir werden dumme Spielzeuge testen. Hast du Bock? Ja. Dann würde ich sagen, wir rutschen runter und dann geht's los. Also würde ich sagen, let's go mit dem Video. Das ist nicht flutschig genug. Leute, wir haben Großeinkauf gemacht. Wir haben echt richtig, richtig dumme Spielzeuge gekauft. Wirklich viel dümmer geht's gar nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir fangen mit einem extra dummen an. Und zwar nennt sich das hier Bump and Bounce Body Bumpers. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. 4 bis 12. Das sind halt einfach so Luftbälle und man steckt sich da selber rein und dann wird man abgefedert Deluxe und man kann gegen sich rennen und es tut nicht weh. Schön, dass wir das so ins Wasser nehmen. Schwimmen kann übrigens auch. Ja komm, wir packen es aus. Boah, schau. Naja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Vielleicht pustet man sich auch selber damit auf. Oh, ich habe keinen Bock. Wollen wir einfach an den Kompressor gehen? Ja. So Leute, wir haben uns jetzt hier in der Getreidelagerhalle verzogen. Und hier ist unser ganz toller Kompressor. Und damit können wir richtig krass Luft pumpen. Schaut. Guck mal, er bewegt sich, wenn man drückt. Ey, da kann man sich voll die geilen Visionen machen. Boah, weißt du, wie schön kühl das ist? Das haben wir natürlich nicht vor. Ich würde sagen, wir stecken das einfach mal bei dir rein und gucken, was passiert, oder? Oha! Das geht voll gut. Oh, wie schnell. Boah, wir müssen jetzt so drumrum gehen. Warte, wir müssen erstmal hier sauber machen. Geil! Geil. Ich fühle mich so sicher wie noch nie in meinem Leben. Jetzt können wir bouncen und bumpen, bis der Arzt kommt. Okay, Leute, wir sind ready. Unser erster Versuch mit dem Ding ist natürlich erstmal gegeneinander bouncen und gucken, was passiert. 1, 2, 3. Das Geräusch. Wie so eine Luftpumpe, wo du so drauf trittst. Oder du rennst einfach mal gegen mich und wir gucken, was dann passiert. Sollen wir es mal so probieren? Ich hab Angst. Und los. Oh mein Kopf, das war fast Halsbruch. Ich habe den Sinn und Zweck noch nicht verstanden. Ich meine, gut, man hat einen schönen Mini-Rock. Ich versuche mal ganz reinzugehen und du rollst mich einen Berg runter, okay? Oh, mein Gesicht ist im Gras. Alter. Ich bin so nass, als hätte ich gerade geduscht, ey. Wir gehen im Pool, oder? Okay, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. We are on the pool and we are gonna jump in there like there's no tomorrow. Let's go, oder was? Okay, it's my turn. 3, 2, 1. Okay, ich bin im Ball. Hey, guck mal, jetzt kannst du mich rollen. Rolle mal. Boah, das ist Folter. Okay, I cannot do anything. Gestorben. Wir sind wieder back. Wir haben unser nächstes Spielzeug und es ist geil. Deluxe. Emmy, zeig's den Leuten. Ja, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Dieses Spielzeug nennt sich Magic Mover. Und wie es der Name schon sagt, moved er auf eine magische Art und Weise. Also, das ist wie so eine kleine Drohne, die funktioniert. Magic. Magic. Heute ist der heißeste Tag seit Jahren. Wetteraufzeichnung. Wahrscheinlich wird es wieder saukalt. Oh, es war nur eine Heuschrecke, aber das war so eklig gerade. Vor allem, die hat sich so festgesaugt an meiner Haut, ey. Leg's mal so auf deine Hand, vielleicht. Und jetzt? Hochwerfen. Oh mein Gott! Oh, ja, das war's. Oha, wie geil. Wollen wir nochmal? Oh, ja, das war's jetzt, Leute. Aber es sieht echt geil aus. Leute, wir haben ganz vergessen, euch überhaupt zu erzählen, was man damit machen kann. Damit kann man ein Spiel spielen und zwar halt im Endeffekt fangen spielen, wie mit einem Ball, ne? Ja. Man kann das sozusagen einfach so auf einen zukommen lassen und der andere muss einfach nur seine Hand dann davor halten und dann reagiert das Ding und fliegt wieder zum anderen. Angeblich. Keine Ahnung, ob es geht. Willst du auch nochmal hochwerfen? Oh nein, Emmy, sie fliegt genau in die Hecke. Leute, ich hoffe, ihr seid bereit für die Magicness eures Lebens. Wir lassen jetzt unsere Zauberei spielen. Und los, Magic! Magic zu mir! Hä? Es geht nicht, Emmy.
Ja, also so erfüllt wenigstens seinen Zweck, ne? Enttäuschung 10 von 10. Also Leute, das ist der größte Dreck, den ich jemals gesehen habe, weil es steht im Handbuch, dass wenn man so macht, es hochfliegt und wenn man so macht, es dahin fliegt. Und jetzt guckt's euch an. Scheiße. Au! Au! Oh, ich habe einen Propeller an den Finger bekommen. Es hat gar nicht so schlimm wehgetan, aber ich habe mich so schlimm erschreckt. Deswegen steht der Finger nicht durch den Käfig. Das ist scheiße. Und warum fliegt sie immer zur Kamera hin? Leute, wir glauben, sie musste sich erstmal aufwärmen und jetzt kann sie loslegen, die Olle. Bist du dumm? Die ist doch scheiße. Oh, da krieg ich Aggression bei dem Vieh. Wie oft soll ich noch meine Hand davor halten? Wie viele Enttäuschungen geben wir? 10 eigentlich, oder? Wir sind hart enttäuscht. Lass uns 9 Enttäuschungen geben. Warum? Es fliegt. Ja und? Das will ich ja auch hoffen bei dem Teil mit Propellern. Es sollte einfach nur reagieren, wenn ich meine Hand so mache und wegfliegen. Und was macht's? So Leute, wir kommen zu unserer nächsten Sache und so wie ich mich kenne, wird es wieder der größte Müll, den ich jemals in meinem ganzen Leben gekauft habe. Aber was wir hier haben, Leute, und ihr werdet es nicht glauben, das hier ist die tollste Delfin-Gummimatte, die ihr je gesehen habt. Wo kommt der scheiß Wind her? Wir können loslegen mit der Action unseres Lebens. Woo! Oh Gott. Leute haben mir schon gesagt, was das Ding überhaupt kann. Da soll voll geil Wasser rauskommen und dann kann man darin rumhüpfen und sich abkühlen. Aber irgendwie passiert nichts. Oh doch, es geht ab langsam. Ja, toll, es geht aber weg. Was ist das denn? Oh, ist das heiß. Emmy, das ist für ein Arsch. Das sah anders aus auf dem Bild. Auf dem Bild, ich schwöre, 2 Kinder, 2 Erwachsene sind hier drauf rumgesprungen und haben sich gefreut wie Sau. Das ist scheiße. Ich komme mir vor wie ein Huhn. Gleich fliegen wir bestimmt auf die Fresse. Okay, Leute, wir machen jetzt ein Rad dadurch. Los. Ach Leute, ich glaube, das ist nur für kleine Babys cool. Ja, ist halt schon Müll, ne? Aber wenigstens kannst du mal dein Gesicht erfrischen. Heiß. Oh, mein Arsch wird krass besser. Also das Leitungswasser hat Mama gesagt. Kennst du die Sprengler in Amerika? Ja. Genau so fühle ich mich. Aber dann ist es doch kein. Egal, guck mal, jetzt gebe ich mir die volle Dröhnung. Du musst mal ganz tief runter. Boah, direkt in die Speiseröhre. Ich habe halt echt Angst, dass es Brunnenwasser ist, weil dann kriegen wir nachher richtig schlimm Durchfall. Stell dir vor, wir machen die Rutsche so da drüber. Wäre das nicht geil? Ja. Leute, wir haben jetzt sage und schreibe 1 Stunde gebraucht, um einen zweiten Schlauch zu organisieren, der jetzt beides bewässert. Wir haben es geschafft. Das wird jetzt hoffentlich das geilste Erlebnis unseres Lebens. Dann reiß ich die Hütte ab. Los geht's. Wir haben Bock. Das ist so geil. Oh, meine Eier. Oh, aua, 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 aua. Oh, ich glaube, ich habe mir das Knie abgeschlagen. Oh, ja. Oh, mein Nippel. Oh, mein Nippel ist voll über den Rasen gebrettert. Oh. Gebrettert. Oh, tut der weh. Aber es war mega geil. Ja. Wie dumm das ist, aber wir sind jetzt so sauber durch die Seife. Wir brauchen heute Abend nicht mehr duschen. Leute, wir haben noch nicht genug. Was? Oh, was die Scheide? Nee. Leute, wir kommen endlich wieder zum Highlight des Jahrtausends. Jetzt kommt ein richtig geiles Spielzeug. Ich freue mich tierisch drauf. Und ihr kennt es alle schon so halb. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Super Wubble Bubble Ball erinnern. Der war nämlich mega geil. Und Emmy hat ihn einen Tag, nachdem wir den gemacht haben, von irgendeinem Heini kaputt stechen lassen. Nein, wir haben damit gespielt und dann war er kaputt. Ja, super. Und wem gehörte er? Uns beiden. Nein, mir. Aber jetzt ist Schluss mit lustig, denn wir haben Super Wubble Bubble Ball Strongest. Squeeze it. Das ist der neue und zwar wird der noch größer, denn er ist noch stärker. Das heißt, wir können ihn bis zur Unendlichkeit aufblasen. Okay, meine kleinen Peoples da draußen, wir haben sie jetzt hier fertig, die Pumpe. Oh ja, geil. Toll, das ist abgegangen. Aber das reicht uns noch nicht. Ich meine, so kennen wir ihn, ne? Schon geil, oder? Ich will auch. Ja, siehst du? Das sieht toll aus. Ja, komm, da geht noch was. Wir machen das Ding so groß. So ein großes Ding habt ihr noch nie gesehen. Leute, das Ding hat eine stattliche Größe erreicht. Ich glaube, es reicht. Hier raus, die Schäße. Guckt euch das an. Wie das, das bounce. Guck, wie das springt. Oh, oh mein Gott. Off. Okay, bist du ready? Ja. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, fast in die Hecke. Wow. Oh mein Gott, es fliegt weg. Oh. Und? Oh. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße, es fliegt zum Nachbarn.
Okay, er ist noch ganz. Boah, Scheiße! Komm, Emmy, mach. Nein, du. Aber warum ich? Weil du dran schuld warst. Aber jetzt können wir den Leuten demonstrieren, wie hoch es wirklich liegt. Soll ich nochmal? Ja. Oh mein Gott! Oh, nein! Verdammt. Nein, 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 das ist total stachlich. Oh nein. Oh, Joey! Oh nein. Oh, das war so cool. Ich wollte doch so viele Abenteuer erleben. Toll, Leute. Wir haben es so lange gebraucht, um es aufzupusten. Und wir hatten 5 Minuten Spaß. Ich hasse mein Leben. Au. Leute, ich sag's einfach mal ganz ehrlich, so wie es ist. Ich glaube, unser Flickzeug reicht einfach nicht aus, um Bubble Bubble wieder ganz zu machen. Dafür haben wir das. Oha. Leute, wir kommen zu unserem großen Finale und das wird es nochmal in sich haben. Das hier ist eine Rolle, in die man reingehen kann und dann spielt, Spaß und Freizeit haben kann und nicht mehr trauern. So, das ganze Scheißteil müssen wir jetzt natürlich aufpusten. Wir haben den Bock unseres Lebens. Leute, die ganze Sache war uns ein bisschen zu blöd. Wir machen jetzt richtige Aufblas-Action. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben das Ding aufgeboostet und es ist geil AF und vor allem es ist big AF. Ich passe locker rein. Und wir testen es jetzt aus, oder? Let's go. Okay, ich kletter rein. Geh du da vorne und fang mich auf, okay? I have angst. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh. Wow. Geil. Ich mach von weiter oben. Aber Emmy, wenn du mich nicht fängst. Das ist echt schwer, dich aufzufangen. Okay, ich roll. Ich roll. Ich roll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Emmy, das ist so geil. Leute, it's time to go in the pool. Let's go. Unser Pool ist aufgebaut und jetzt geht die Party los. Ich springe jetzt rein wie das Schwein. Soll ich? Ja. Oh, aua. Aua, mich hat irgendwas am Knie gestochen. How am I supposed to get in there? Okay, warte. Okay, ich bin drin. Oh, warte. Meine Hose ist gerade sehr weit in die Arschritze gerutscht. Dreh mich. Eine Träne. Geht das nicht? Nein. Du bist so ein Hamster. Danke. Ja, mach du. Oh, shit. Es ist ganz schön klein. Das ist voll schwer. Das geht denn? Lass uns mal zusammen reingehen. Oh. Oder wir machen so, du kommst jetzt noch hier so. Wie soll ich denn das machen? Weiß ich auch nicht. Oh. Emmy, ich muss noch einmal einen Berg runter. Ich werde jetzt diesen Berg hier als allerletztes runterrollen mit dem Reifen. Das ist das Letzte, was ich mache. Danach ist Schluss mit lustig. Los geht's. Wir haben's. Oh, was ist passiert? Ach, Leute, ich kann auch nicht mehr. Das war's. Schluss mit lustig. So Leute, ein verdammt langer Tag neigt sich am Ende zu. Ich schau mal auf die Blätter zu sprechen. Dieses Video hat es in sich, würde ich sagen. So viel Action hatten wir noch nie. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn das so ist, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns mega drüber freuen. Das war jetzt die letzte Hirnzelle, die ausgebrannt ist, hä? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Ich heiße da Emily Jonah. Und ich heiße Joeys_Jungle. Let's go. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.